guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Jetzt so kurz vor Weihnachten in der Startenzeit. Die Isomorg, ach, Sie sehen es, wir haben Weihnachtsfeier gehabt gestern. Es ist, sieht ein bisschen aus wie das europäische Haus, ne? Jede Menge Flaschen und Unordnung ohne Ende. Es ist, ich darf gar nicht genau hinschauen, da könnte ich schon wieder, das könnte ich sowieso dauern, wenn wir dieses ganze Jahr so vorbeiflächen, lädt dabei am Anfang. Wir waren alle noch so euphorisch, oder? Es war so eine Aufbruchstimmung. Wir haben gedacht, ja, jetzt geht's. Und jetzt, wenn man die neuesten Umfragen sieht, die Union hält wieder ihre Festung von 35%. Gut, die FDP bleibt auch da, wo sie ist. Wenn sie bleibt. Die Deutschen haben wieder Vertrauen in die Kanzlerin. Es wird konsumiert wie blöd. Warum? Wegen der Krise. Mutti, komm! Bevor das Geld nichts mehr wert ist, kaufen wir schnell noch was, was wir gar nicht brauchen. Die christliche Frohbotschaft kommt dieses Jahr vom Mediamarkt. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Das ist das, was bleibt. Stuttgart 21 wird gebaut und der Geölte ist auch wieder da. Berät jetzt die EU-Kommission. Es scheint schlimmer um das vereinte Europa bestellt zu sein, als wir alle ahnen. Na, er kämpft jetzt für die Freiheit im Internet, der Kopierfreiheit wahrscheinlich. Ist alles nur noch, alles gaga. Wir hatten auch viel vorgestern, wir wollten die Welt verbessern, das ist davon übrig. Aber schön ist schon so Weihnachtsfeier, wenn alle so offen werden. Je später, desto offener. Ich habe Sachen erfahren gestern. Ich hätte noch ewig weitermachen können. Nicht so laut. Guten Morgen. Briol, das war keine Weihnachtsfeier, das war ein Stresstest. Ja? Haben Sie mal eine Aspirin? Ja, ich hab's dir gesagt. Auf Eierpunsch geht keine Tequila-Sauerkrautbowle. Aber er wollte ja nicht hören, der Herr. Sie schauen aber auch ein wenig derangiert aus. Ja, ne? Da warst du schon weg, da habe ich mit dem Malmsheimer noch Kranz trinken gemacht. Ja. Diese adventlichen Weihnachtsfeiern, man hat's schon schwer als Christ. Ja, erst dieser Kümmerling. Jetzt bitte keine Witze zu Gutenberg. Und dann als... als der. Und als der aus war, haben wir mit Sarkozy weitergemacht. Sarkozy? Ja. Was ist das? Der kleine Feigling. Ja, und Moment mal, was ist das? Na ja, Weihnachten halt, ne? Das befleckte Verhängnis. Hey, Briol, mal im Ernst. Waren Sie das gestern? War ich? Nein, oh nein, nie. Nein. Also, und wenn, dann kann ich mich nicht erinnern. Na, also bei aller Liebe, das geht wirklich ein wenig zu weit. Das ist ja wirklich geschmacklos. Ja. Die schönen Tomaten. Ja. Ne? Aber. Aber steht ihr, ne? Ja, gell? Hat Pfiff. Aber eins muss man ihr lassen: Sie ist jetzt wirklich die mächtigste Frau der Welt. Das ist wirklich, du. Was für eine Karriere. Hoffentlich stößt ihr nichts zu und schreibt am Ende noch jemand ein Musical. Hey, haben Sie jetzt ein Aspirin? Ja, Erwin, für dich habe ich alles. Ich weiß auch nicht. Ich hatte eine besinnliche Weihnachtsfeier organisiert, um hier das Betriebsklima zu verbessern. Ich frage mich gerade, ob das gestern nachhaltig gelungen ist. Mein lieber Erwin, wenn du sinnfreie, teure und unnütze Veranstaltungen zur Verbesserung des Betriebsklimas suchst, dann musst du einen EU-Gipfel veranstalten. Oder noch besser, eine Klimakonferenz. Ja, stimmt. Die Klimaparty, die ist auch vorbei. Und unsere Klimakanzlerin hat praktisch auch kapituliert. Nein, das kann man so nicht sagen. Sie hat gedämpft. Gekämpft. Also, gedämpft, gekämpft. Auf ihre Art halt, da. Wir müssen mit der Definition, was ist Erfolg, sicherlich unsere Erwartungen etwas herunterschrauben. Ja. Es
So einen Satz kann man sich auch mit Restalkohol nicht schön denken. Ja, eigentlich drollig, gell? Wenig Erwartung heißt bei der Erfolg, dann heißt ja keine Erwartung wahrscheinlich ein Riesenerfolg. Ja. Chapeau, langsam begreifst auch du, wie sie tickt, mein lieber Erwin. Sag mal, was soll eigentlich dauernd dieses liebe Erwin und diese Duzerei und dann dieses Gedatsche da? Was ist denn mit Ihnen los? Ist sonst auch nicht so? Sind Sie nicht so der freundschaftliche Typ? Seit gestern ist alles anders. Wieso? Was war das? Erinnerst du dich denn gar nicht mehr? Nein. Dieser kurze Moment in deinem Büro. Da, schau. Ach, Welsig, jetzt sind Sie schon über ein Jahr bei uns. Bitte erinnern Sie mich nicht daran, ne? Ich finde, wir sollten Brüderschaft trinken. Steht es in meinem Vertrag? Ich bin der Urban. Ich nicht, ich belze sich Erwin. Prost. Was ist denn das für eine langweilige Nummer? Da gehört mehr Passus rein. Mein Bruder. Mein Bruder. In Shushuna freut sich. Wo? In Shushuna. Nein, nein, nein! Nie wieder Eierpunsch. Oder war es doch die Pole? Man muss sich ja schämen. Gott sei Dank ist die Party vorbei. Für uns noch lange nicht, Belzig. Für andere schon. Wulf! Wulf! Kommen Sie. Lassen Sie diese präsidiale Bärchenwurst in Ruhe. Der Skandal ist doch ein Weihnachtsgeschenk für die Anstalt. Aber Sie haben schon recht. Die Euro-Party, die dürfte bald gelaufen sein. Nach 10 Jahren Euro und 10 Jahren verlogenem Bankenballermann. Ja, wieso denn? Der Euro wird doch gerade wieder gerettet bis zum nächsten Mal. Da von unserem Albtraum-Duo, Mercosi. Mercosi, was für ein Name für zwei überschätzte Alleinunterhalter. Hä? Ich und ich wäre passender. Ja, Bismarck und Napoleon. Aber tanzen können sie gut, ihren Fauxpas de deux. Ja. Dem Publikum gefällt's, außer den Spaßbremsen von Standard und Bursch. Das verstehe ich gar nicht. Die müssten doch eine Lokalrunde nach der anderen schmeißen, diese Pfeifen, nach der alle tanzen. Wieso sollten die Ratingagenturen feiern? Ey, die Finanzterroristen haben eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Ja, das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Und wie nach jedem Krieg ist dann auch da die Frage, wer ist am Ende eigentlich der Depp, der alles aufräumt? Hä? Ja. Malmsheimer! Ja, das hier. Ihr habt mich gerufen, mein weißer Bruder. Hallo, mein lieber Erwin. Sind wir jetzt auch bei du? Was hab ich gemacht? Hoffentlich ist niemand schwanger. Jetzt mal Spaß beiseite, mein Malmsheimer. Gedenken Sie irgendwann auch mal hier ein bisschen aufzuräumen? Ja, ich habe noch beschäftigt mit dem Kranz zusammenkleben. Hier hatten Sie mal. Haben Sie ihm das kleine Meisterstück schon vorgeführt? Ja, er war ganz gerührt. Nein, ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Aber das Internet erinnert sich an alles, nicht wahr? Steht schon auf YouTube. 62.000 Zugriffe. Glückwunsch. Wer hat den Film auf YouTube Ja, Moment mal, jetzt dämmert mir was. Wieso gibt's da überhaupt einen Film? Wieso gibt's einen Film von? Er weiß nicht. Er weiß nicht. Was weiß ich nicht? Ich habe auf Wunsch der Anstaltsleitung, mein lieber Erwin, in deinem Büro eine kleine Kamera installiert. Na ja, ich muss doch wissen, was du unter Öffentlichkeitsarbeit verstehst. Ich werde am Arbeitsplatz Video überwacht. Überwachungsstaat. Mein lieber Erwin. Ich bin kein lieber Erwin. Und das mit der plumpen Duzerei, das hört sich jetzt auch einmal ein wenig auf. Ja, Überwachungsstaat. Ich glaube, das ist ein Vertrauensmissbrauch. Übertreiben Sie mal nicht, Belzig. Es war doch nur für uns. Ich meine, quasi eine versteckte Kamera. Verstehen Sie? Spaß. Da hat er Spaß ein Loch für mich bei der Überwachung. Was denn? So geht es überhaupt nicht. Das ist besser für dich. Das ist das, das Allerletzte. Warum macht er das denn? Was macht er denn da? Überwachungsstaat, obwohl,
Das mit dem Überwachungsstaat, das muss ich zurücknehmen. Wir sind kein Überwachungsstaat. Wir sind kein Überwachungsstaat. Und dass wir kein Überwachungsstaat sind, das haben 13 Jahre lang drei braune Serienkiller ungehindert und womöglich noch halbstaatlich gefördert beweisen dürfen. Ja? Wir sind kein Überwachungsstaat, haben die bewiesen. Das ist mal eine Pointe. Ha? Wahnsinn. Wobei, ich will jetzt nicht auf den Behörden rumhacken, weil unsere Behörden waren ja in den letzten Jahren wirklich reichlich ausgelastet, schon allein mit den vielen Kopftüchern, die herumlaufen. Und dann noch immer diese Gegendemonstranten, so wie in Dresden dieses Jahr am 19. Februar, großer Nazi-Aufmarsch und dann 17.000 Gegendemonstranten, da war die sächsische Polizei aber schwer beschäftigt. 1 Million Handydaten haben sie gesammelt, aber nicht nur von den linken oder rechten Chaoten, nee, von allen und von Unbeteiligten und von Anwohnern und Journalisten. Und sogar von Politikern, mal ganz pauschal. Sie haben sage und schreibe 330.000 Menschen bespitzelt und das bei knapp 530.000 Einwohnern in Dresden. Donnerwetter, das muss ein großer Tag für die sächsische Polizeiführung gewesen sein. Da saßen die strahlend in ihren Büros und haben gerufen, ach, ist das schön, ist ja alles wieder wie früher. Ja. Und ein paar haben gerufen, nein, wie ganz früher. Ja. Nein, ich will jetzt gar nicht auf diesen Polizisten rumhaken. 100 Polizisten sind verletzt worden. Das geht ja auch nicht. Und außerdem war diese ganze de facto Rasterfahndung war ja richterlich genehmigt und aufgemerkt, sie war ein voller Erfolg. Jetzt, 10 Monate später, ist ein Chaot, ein linker Steinewerfer, jetzt verurteilt worden. Jetzt ist er verurteilt worden, ein junger Mann, so 20, 22, 23 Jahre alt. In der Presse stand ein ungelernter Hartz-IV-Empfänger. Das fand ich auch interessant. Das war mir neu, dass man Hartz-IV-Empfang inzwischen lernen kann. Aber nochmal, interessante Zahl. Sie haben 330.000 Menschen bespitzelt und jetzt eine Verurteilung. Hä? Hä? Also man muss ehrlich sein und sagen, die Stasi hätte da mehr draus gemacht. Ne? Also ich meine, bei der Vorbildung hätte ich den sächsischen Behörden ein wenig mehr zugetraut. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Aussage noch durch mein Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt ist. Weil man muss sehr vorsichtig sein, gerade in Sachsen. Sie fremdeln manchmal noch mit der Meinungsfreiheit. Sie sind schnell beleidigt, da sind Journalisten schon verurteilt worden, weil sie Fragen gestellt haben. Oder, ach, schöner Fall, schauen Sie mal, Wolfgang Dierse, unser Bundestagsvizepräsident, ist dieses Jahr in Sachsen auch angezeigt worden. Wegen Beleidigung. Dierse in Sachsen, wegen Beleidigung. Überlegen Sie mal, ausgerechnet Wolfgang Dierse, dieser durch und durch harmlose Sozenzottel. Ja, wirklich. Ja, Dierse sprach von der sächsischen Demokratie und hat gesagt, es ist dann, wenn die Polizei vollauf damit beschäftigt ist, Neonazis zu beschützen. Hat ihn ein sächsischer Polizist angezeigt wegen Beleidigung. Ja. Ist dann aber eingestellt worden. Und Dierse hat gesagt, er hat niemanden beleidigt. Ich sage, schade, gell? Na, ich finde die sächsische Polizeiführung und diesen CDU-Innenminister sehr beleidigungswürdig. Mir sind nur auf die Schnelle keine passenden Worte eingefallen. Erinnern Sie sich noch an Gerhard Schröder? Der sprach doch damals vom Aufstand der Anständigen. Wissen Sie es noch? Aufstand der Anständigen. Er meinte jetzt natürlich nicht solche Leute, die gerade in Moskau gegen seinen alten Gazprom-Kumpel Putin, diesen Wahlbetrüger und Demokratiezerstörer, ja, demonstrieren. Nein, er meinte andere, ganz andere. Er meinte zum Beispiel so Leute wie zum Beispiel in meiner fränkischen Heimat in Gräfenberg. Da gab es mal Aufstand. Bürger und die haben mal einen Neonazi-Aufmarsch in ihrem Dorf blockiert. Sie haben ihn nicht verhindert, sie haben ihn nur verzögert. Verzögert und zwar laut Polizeiprotokoll um genau 1 Minute und 23 Sekunden. Ja, Brunsverreck, was glauben Sie? Am nächsten Tag aber Großfahndung. Die Polizisten sind mit Fahndungsfotos der Täter durch den Ort gelaufen. 1 Minute und 23 Sekunden. Ja, Sie sind Jurist, Sie schauen mich so gescheit an. Ich weiß, es geht hier nicht um 1 Minute und 23 Sekunden. Es geht ums Prinzip. Unser Rechtsstaat muss ja prinzipientreu sein. Aber wäre er doch in den letzten Jahren immer so prinzipientreu gewesen, dann hätten so ein paar Mordopfer vielleicht doch eine klitzekleine Überlebenschance gehabt, denke ich mir. Und ums Prinzip ging es auch damals in München. Da hat ein ehemaliger Häftling des KZ Flossenbürg hat auch aufgerufen, so einen braunen Aufmarsch zu blockieren. Hätte er nicht machen sollen. Das gab 15 Tagessätze A20.